was jeder wiegt, der so langsam krank. Über was sollen wir denn reden? Über die schöne, heile, friedliche Welt. Wir Menschen sind wie wilde Tiere. Wir zerfleischen uns selbst, es ist das Geld, es sind die Frauen. Wem kann auf dieser Welt vertrauen? Wer ist Freund, wer ist Feind? Die Zeit wird zeigen, wem es am Ende bleibt. Das Leben ist ein Spiel auf Zeit. Keiner weiß, wie lange seine Uhr noch läuft. Vielleicht ist es schon morgen vorbei. Ich will es nicht hoffen, doch so ist es halt. Von Tag zu Tag und Nacht zu Nacht wird Zelle für Zelle kaputt gemacht. Mein Hirn stirbt und mein Kopf wird kalt. Mein Herz zerfällt, bin durchgeknallt. Hasse die Menschen, hasse ihre Macken. Besonders die Spaßen, die täglich verkacken. Sind wir nicht alle kurz vor was lassen, geht mir aus dem Weg. Ihr Spinner, ihr Affen, ihr Wichser, Schmachmann. Macht meinem Harten keinen auf Faden, sonst müssen wir ihn schlagen. Und da wir Waffen tragen und auf unseren Vorteil warten, könnte das ausarten, könnte das ausarten. Und da wir Waffen tragen, könnte das ausarten. Solange der Planet Erde sich um deine Nase dreht, wird der Wahnsinn niemals enden, bis die Welt letztendlich stillsteht. Es ist so perplex, was man sieht, doch nicht versteht. In Indien werden die kleinen Mädchen die Moschee zugenäht. Extremisten sprengen sich aus Glaubensgründen selber in die Luft. Der Vatikan besitzt Reichtum, dass die dritte Welt nicht hungern muss. Wann ist denn die Schluss? Wäre stark genug und sprengt die Ketten. Doch deine Mensch wird tatisch schwach, es ist die Welt doch nicht zu retten. Das System ist falsch, meine Waffe ist geladen. Die Politik ist durchwachsen, Hurensöhne werden sterben. Wie die Mafia halten sie die Fäden fest in ihrer Hand. Keiner sieht hinter den Schatten, Syndikat komplex Deutschland. Angela Merkel, eine Frau an unserer Spitze, Diktatur der Schattenmächte. Sie verteilen ihre Sitze im Bundestag. Geht es drunter und drüber, wieder mal neue Reformen, wieder mal neue Lügen. Fick das System, es sucht die Schuld nicht bei sich selbst, schiebt es alles auf die Medien und macht es sich so leicht. Killerspiele sollen der Grund sein für Amokläufe, Musik als Sündenbock. Verurteilt von den Heuchlern, die im Bundestag sitzen. Macht die Augen auf, sucht die Schuld bei euch selbst. Ihr habt Mist gebaut, ihr kennt alles unterm Teppich und macht es so noch schlimmer. Das System geht kaputt wegen solchen Spinnern.